tatsächlich auch ganz gut, weil es so kurz ist, ist ein ganz kleiner Praxisbericht. Wir haben gestern Abend so nebenbei eigentlich zufällig über dieses Thema, glaube ich, gesprochen. Und bei deinem Vortrag heute ist mir klar geworden, wie viel das mit dem zu tun hat, was wir gestern besprochen haben. Ich brauche meine Notizen, sonst vergesse ich wahrscheinlich vor Aufregung die Hälfte. Bitte? Ja. Ich bin schon ganz, ganz lange beim DBVC. Ich glaube, nach so einem viertelhalben Jahr bin ich mit dazugekommen. Vom Hintergrund her, ich mache nur ein Teil-Coaching, Teil meiner Arbeit. Ein ganz großer Teil ist Führungskräfteentwicklung und Organisationsentwicklung. Trotzdem fand ich es extrem wichtig, in den DBVC zu gehen. Ich habe vorher so einen Rahmen auch vermisst und eine Plattform für einen Austausch, für Inspiration. Und das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt hier bin. Hintergrund, ich mache schwerpunktmäßig also Führungskräfteentwicklung, OE, Coaching in unterschiedlichsten Organisationen. Seit 1995 bin ich selbstständig. Ich habe vor 8 Jahren das Leadership und Coaching Center Stuttgart gegründet und ich arbeite mit einem ganzen Pool von Netzwerkkollegen. Also keine Firma gegründet, sondern Netzwerk gegründet und wir ergänzen uns einfach in den unterschiedlichsten Aufträgen. Jetzt zu diesem Thema, was wir gestern Abend hatten, was mit Kultur zu tun hat. Ich hatte vor ungefähr 1,5 Jahren einen sehr interessanten Auftrag zu dem Thema. Der Anlass für diesen Auftrag war eine Mitarbeiterbefragung bei einem Kunden und die war extremst schlecht ausgefallen. Und der Vorstand war schockiert und er kam dann auf mich zu und sagte, wir müssen irgendwas tun. Unsere Fluktuation ist auch zu groß, wir müssen irgendwas für die Bindung der Leute tun. Aber wie gehen wir diese Themen an? Es ging unter anderem um die Themen Loyalität, es ging um Offenheit, Berechenbarkeit, Verbindlichkeit. Das waren die Themen, die sehr, sehr schlecht ausgefallen waren. Ja? Das ist eine große Krankenkasse oder groß ist vielleicht relativ. Das ist eine Krankenkasse, eine BKK, die war explosionsartig gewachsen, weil die sich ja geöffnet haben, also gesetzliche Krankenkassen sind, mit ungefähr 1400 Mitarbeitern. Also ein sehr überschaubares Unternehmen. Und diese Mitarbeiterbefragung, die hat unter anderem ganz vieles zur Kultur ausgesagt, indirekt. Also es wurde bemängelt, dass die Kommunikationskultur, die Verbindlichkeit, das Umgehen mit Konflikten sei sehr ungünstig. Und der Vorstand war dann relativ hilflos. Wie gehen wir da dran? Was kann er, was können wir, was kann irgendwie gemacht werden, um das zu verbessern? Und wir haben dann uns erstmal mit diesen Themen beschäftigt. Was heißt es eigentlich? Worin wird es erkannt? In welchen Zusammenhängen spielt es eine Rolle? Und haben dann diesen Kulturbegriff reingebracht. Der war vorher so nicht da. Und er war dann sehr schnell sehr interessiert an diesem Thema. Und wir haben dann überlegt, wenn wir was erreichen wollen, wir müssen dann ganz pragmatisch an ganz unterschiedlichen Stellen arbeiten, die Wirkung auf Kultur haben. Indirekte und direkte Intervention aller möglicher Art. Und wir haben dann vorgeschlagen, mit ihm zusammen, mit diesem Vorstand und den Bereichsleitern, einen großen Workshop zu machen. Der war 2 Tage. Und einfach mal über den Tellerrand rauszuschauen, wie sind die Unternehmenskulturen in ganz anderen Organisationen? Also zu sensibilisieren, was gibt es an unterschiedlichen Unternehmenskulturen? Was macht diese Unterschiede aus? Also einfach da ein bisschen mit dem Thema überhaupt in Kontakt zu bringen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns mit Gore-Tex beschäftigt. Also teilweise waren wir in den Firmen, teilweise haben wir aber auch die Personal- und Organisationsentwickler aus diesen Firmen zu uns geholt zum Erzählen. Wir waren bei Wirt, dann waren wir also ganz unterschiedliche Kulturen, krass unterschiedlich. Wir wollten so krass wie möglich die Unterschiede.
Und dann haben wir noch, waren wir bei einem Mittelständler aus dem Hohenloischen. Die sind Weltmarktführer im technischen Bereich und es ist wieder komplett andere Kultur und hatten noch verschiedene andere Leute eingeladen. Und das war für die ganz extrem spannend, was die berichtet haben. Interessant war auch die berichtet haben, in diesen Unternehmen, die hatten sich mit dem Thema schon extrem stark auseinandergesetzt. Und es ging uns nicht darum zu sagen, so soll es sein, das ist eine wunderbar interessante, sehr förderliche Kultur, sondern überhaupt zu sensibilisieren. Und es ist sehr gut geglückt, die waren hochinteressiert, sehr begeistert und wir haben jeweils nach diesen Besichtigungen oder nach diesen Diskussionen und Präsentationen dieser zuständigen Leute immer diskutiert, was daran finden wir für uns jetzt total interessant, was könnte für uns eine wichtige Anregung sein, so in diese Richtung und was passt für uns überhaupt nicht, so in die, ja. Also jedenfalls so haben wir gestartet. Und wir haben dann hinterher mit dieser Ebene, mit dieser Führungsebene zusammen überlegt, okay, klar ist, bestimmte Dinge sollen so nicht mehr sein, wie sie sind. Unklar ist noch, wie sollen sie anstattdessen sein? Also ging es darum, wer wollen wir sein in Richtung Identität? Was soll uns ausmachen? Was sollen denn unsere Kulturmerkmale, um das mal vielleicht so vereinfacht zu sagen, ausmachen? Die hatten es damals an dieser Mitarbeiterbefragung und an den Begründungen für die Fluktuation festgemacht. Also zum Beispiel, wenn es um Konflikte ging oder um Offenheit, wurde bemängelt, über Konflikte wird bei uns gar nicht gesprochen. Konflikte werden bei uns nicht direkt und offen ausgetragen, sondern eigentlich hintenrum und manipulativ. Solche Geschichten. Die haben auch selbst sich mit auseinandergesetzt, auch sehr selbstkritisch. Das war wirklich eine gute Arbeit. Was sie selbst wahrnehmen, was sie als ungünstig erleben, was mit dieser Mitarbeiterbefragung im Zusammenhang war. Und dann haben sie eben rausgearbeitet, was soll uns ausmachen, was wollen wir bewahren von dem, wie die Kultur ist. Da muss ich vielleicht auch dazu sagen, wir haben im Netzwerk einen sehr großen Respekt vor dem, was ist, im Sinne von, das hatte Nutzen, das muss nützlich sein, das muss nützlich gewesen sein. Für was auch immer, sonst wäre es nicht entstanden. Und wir gehen schon davon aus, dass Kulturentwicklung schwierig, sehr schwierig sein kann, aus diesen Gründen, weil es auch großen Nutzen, so wie es ist, eben großen Nutzen bringt. Und sind deshalb auch mit Respekt da dran gegangen. Und interessant war aber, die Ebene war sehr leicht zu gewinnen für dieses neu nachdenken für eine Zwischenbilanz. Wir sind dann nach diesem Workshop und nach dieser Arbeit mit dieser Ebene noch in die, das ist ja kein so Riesenunternehmen und es gibt jedes Jahr eine Veranstaltung, wo die ganzen Führungskräfte sich treffen. Und wir haben dort nochmal in kleinen Untergruppen an dem Thema ein bisschen weitergearbeitet und die Ergebnisse dann wieder in die Top-Ebene reingenommen. Und bei den Arbeiten ging es immer darum, was soll uns ausmachen? Immer bezogen auf die Unternehmensziele. Also was sind die Herausforderungen für die nächsten Jahre? Die hatten auch Mitgliederschwund. Was sind die Herausforderungen und wie begegnen wir dem und was soll uns ausmachen? Was ist unsere Identität? Hat ja auch mit zu tun, dass es parallelen Prozess gegeben hat, ganz unabhängig, wo es um die Marke ging. Es war natürlich interessant und wir haben dann sehr schnell die Verbindung zu dieser Arbeitsgruppe, die also aus dem Marketing kam, die sich mit der Marke beschäftigt hatte, mit dem öffentlichen Auftritt und so und haben sehr schnell versucht, da die Verbindung herzustellen. Das war noch sehr hilfreich. Also es ging dann jedenfalls darum, wohin soll es gehen, was wollen wir bewahren, was soll sich verändern? Und wir sind dann relativ pragmatisch dran gegangen, also mit Indikatoren, wir sind sehr konkret geworden, das wird später wieder wichtig bei der praktischen Umsetzung. Wir haben dann über die Führungsinstrumente gesprochen. Welche Führungsinstrumente tragen zu dem, was gewollt ist, zu dieser Entwicklung bei und welche sind eher kontraproduktiv zu dem, was wir haben wollen. Es gab so ein neues Konzept für ein sehr zielorientiertes, strategieorientiertes Führen, Mitarbeiter führen, das möchte ich jetzt nicht im Großen, das wäre vielleicht zu ausführlich ausführen. Dieses Konzept jedenfalls war so entwickelt, schon der Einstieg, dass die Dialogkultur, die Kultur auf die Ressourcen, auf die Entwicklung vor allem zu schauen,
sehr ausgeprägt war. Also in diesem Führungsentwicklungs- oder anders Führungsinstrument sind verschiedene Aspekte integriert. Da ist Führung integriert, da ist Mitarbeiterförderung integriert und verschiedenes anderes. Aber auf jeden Fall bei diesem Konzept war uns dann wichtig, dass bei allem, was da passiert, zum Beispiel in den Mitarbeitergesprächen, durch den Leitfaden, den es im Handbuch gibt, dass wir indirekt durch die Fragestellungen, die als Empfehlungen drin waren, die quasi für uns förderlichen Fragen gestellt werden. Also es das heißt, wir haben die Führungsinstrumente sehr genau angeschaut, haben geschaut, was führt dazu, dass eine größere Verbindlichkeit reinkommt, dass kritische Fragen offener angesprochen werden, also alles, was erwünscht war, eben auch soll sich dort abbilden. Wir haben dann die Führungsentwicklungsprogramme nochmal durchleuchtet und die Module durchleuchtet, geschaut, wie bringen wir dort noch die Themen stärker rein, indem wir zum Beispiel Einheiten drin hatten, wo es um die Haltungen ging, um die Werte ging, um Glaubenssätze, alles in diese Richtung. Das Unternehmen hatte vor, im Entwicklungsprogramm, im Nachwuchsförderungsprogramm Assessment Center zu machen. Das war noch nicht entwickelt und wir konnten das Unternehmen dazu gewinnen, Orientierungssender anstattdessen für diese Zielgruppe zu machen. Wo es dann nicht so stark um Bewertung, also du kannst in die Führungslaufbahn gehen, du eignest dich vielleicht maximal für eine Expertenlaufbahn oder mehr oder weniger, du bist auch raus. Das war, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, weil es eine völlig andere Denke ist, eine völlig andere Herangehensweise und nur so ein kleiner Schwenk. Wir sind auch in der Form, wie wir dort gearbeitet haben, neue Wege gegangen. Wir haben zum Beispiel die ganz jungen Leute, die so als Leistungsträger sich auch selbst bewerben durften für dieses OC. Wir sind mit denen eine Woche in der Nähe von Bad Tölz in Blockhütten und dann noch eine halbe Woche ins Kloster gegangen, um diese ganzen Themen auch mit erlebnisorientiertem Arbeiten zu unterstützen. Also die haben sich dort in dieser Gruppe selbst versorgt, haben sich mit ihrer Identität beschäftigt, mit ihren ganzen Ressourcen, wo kommen sie an Grenzen, wo soll es denn mal hingehen, was ist für sie Lebensqualität, mit welchen Lebenszielen sind sie unterwegs und, haben sich die beschäftigt. Wir haben ganz viele Übungen angeboten, draußen, drinnen, wir haben mit denen Brot gebacken, wir haben Cross-Country-Walk gemacht, alles das Übliche. Also ich bin mir bewusst, dass ihr das eh alles kennt. Ich will nur so beschreiben, wie sich das wieder mit diesem Thema verbindet. Also dort haben wir auch was ganz Neues gemacht, was auch sehr gut angekommen ist. Und es ging immer wieder um das Wie. Also wie gehen wir mit diesen jungen Leuten dort um und wie gehen die untereinander mit sich untereinander um und so weiter. Also einfach ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben dann ein Schwerpunktseminar gemacht, angeboten. Das hieß Personalentwicklung, Organisations- und Personalentwicklung als Führungsaufgabe. Das war auch sehr gut besucht, dieses Schwerpunktseminar, und sollte bewusst machen, dass die Führungskräfte das nicht delegieren können an die Trainer und Personalentwickler, sondern das ist für uns Führungsaufgabe. Und was heißt es überhaupt? Es war sehr interessant, das waren 3 Tage immer, war auch sehr gut besucht und so. Das Unternehmen war ja nicht so riesig, hat sich dieses Thema in ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen wiedergefunden. Wir haben dann darauf geachtet, wie bewusst stellen Sie Leute ein? Also was heißt denn das für die Einstellung von neuen Leuten? Wen holen wir uns an Bord? Weil wir wissen, wenn die Passenden, also von ihrer eigenen Identität her und von ihrer Art, wie sie mit Menschen umgehen, welche Haltungen sie haben, wenn sie die richtigen Leute an Bord kriegen, das fanden wir auch wichtig und nicht die, die da sind, noch in eine andere Richtung vielleicht weiterentwickeln, das fanden wir auch wichtig, und den Umgang mit den Azubis. Also gab es so ganz verschiedene Themen, also Azubis, Leute, die neu eingestellt werden, worauf schauen wir in der Probezeit ganz besonders, und dafür waren wieder diese Indikatoren sehr hilfreich. Also woran erkennen wir genau, dass Menschen loyal sich verhalten oder dass sie in die Verantwortung gehen, in die Selbstverantwortung, weil das waren die Wünsche, so in diese Richtung sollte das gehen. Ja, dann haben wir uns noch gesagt, wir gehen davon aus, Kultur hat ganz viel, also
wie sie sich entwickelt, hat ganz viel mit zu tun, was wird in diesem Unternehmen wertgeschätzt, also was sind so quasi die Belohnungssysteme und was wird eher abgewertet. Da haben wir auch gemerkt, dass die Kultur vorher vielleicht, ich sage es jetzt einmal wertend, das Falsche wertgeschätzt hat. Und die hatten große Vorteile, also die hatten dieses nicht sich festlegen, nicht berechenbar sein, nicht verbindlich etwas verantworten oder zusagen, hatte mit zu tun, dass sie sich da ganz große Freiheitsgrade erhalten konnten. Weil sie haben sich nie festgelegt, dann konnten sie ja ständig noch, wie es ihnen gerade gepasst hat, und es hat die Mitarbeiter extrem gestört. Die wollten Verbindlichkeit, die wollten Klarheit, die wollten, dass die Führungskräfte, wenn sie A sagen, auch A meinen. In diese Richtung, und das war vorher sehr vermieden worden und hatte auch vorher einen hohen Wert, war positiv, sehr positiv belegt. Also damit mussten wir uns auch auseinandersetzen. Ja, und dann so zum Schluss haben wir drauf geguckt, dass wir die darauffolgende Mitarbeiterbefragung, die hat jetzt noch nicht stattgefunden, entsprechende Fragen drin sind, weil wir immer davon ausgegangen sind, die ganzen Fragen, die wir überall stellen und die Themen, die wir setzen, die sind ja auch schon Interventionen. Und wenn wir in der Mitarbeiterbefragung die entsprechenden Fragen drin haben, dann sensibilisieren die auch zu diesen Themen. Ja, also das war es eigentlich schon. Und was mir dann noch eingefallen ist, etwas, was wir auch gestern Abend hatten, also bei diesem Kunden, und da sind wir noch unterwegs natürlich mit diesen ganzen Themen, für einen anderen Kunden haben wir was gemacht, das hat sich auch sehr bewährt, ich glaube, das haben ganz viele schon gemacht, dass die Teilnehmer, die in bestimmten Programmen sind, die Kulturen ganz extrem anderer Organisationen, wie zum Beispiel, die haben sich ausgesucht die AIDS-Hilfe, die haben sich ausgesucht den Flughafen, die Organisation, und witzigerweise einen Volksfestwirt, der so Massenmanagement macht, nenne ich das mal. Die durften selbst aussuchen, aber sollte was völlig anderes sein, und das sind immer die Konfrontationen. Was läuft dort wie? Wie wirkt sich das aus? Wie finde ich das? Und ja, damit waren die auch sensibilisiert für das Thema. Ja, das war das, glaube ich, was du gemeint hast, gell? Was wir gestern Abend gesprochen haben. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank für das Teilhaben lassen. Eine Frage, die ich noch habe, ich fand das sehr spannend mit dem Besuch der anderen Kulturen. Da würde mich interessieren, wie hast du jetzt Gore-Tex oder Wirt dafür gewonnen, sich darauf einzulassen, und was waren vielleicht auch deren Bedingungen, dass der Besuch stattfinden konnte? Interessanterweise war das überhaupt nicht schwierig. Ich habe mir das auch schwierig vorgestellt. Die einzige Schwierigkeit war die Termingeschichte. Also ich wollte auch DM haben, die sind ja sehr bekannt für ihre sehr spezielle Kultur. Das Schwierigste war tatsächlich, die auf die Termine hinzukriegen. Ich fand sie sehr offen und sie waren zum Teil sehr stolz auf ihre Kultur und auf ihre Bewusstheit, mit diesen Themen umzugehen. Und damit war es eigentlich wirklich nur ein Zeitproblem. Also kann ich nur ermutigen, riesige Offenheit. Ich habe mit allen persönlich gesprochen und war nicht schwierig. Ich glaube, das ist ja auch insgesamt eine Tendenz der letzten 10 Jahre, dass die Unternehmen einfach sehr viel offener geworden sind. Also, dass sie sich einfach nicht mehr abschotten, und es entstehen ganz neue Netzwerke, unternehmensübergreifende Zusammenarbeiten, oder dass die Personalleiter im hohen Logen dieser verschiedenen Firmen, die da sitzen, zusammenarbeiten. Value Networks ist einer der Begriffe, der da rumschwirrt. Das Kraftfahrzeugwerkstätten mit Zulassungsstellen, also auch Profitunternehmen mit öffentlichen Einrichtungen, mit Non-Profit-Unternehmen zusammenarbeiten. Also ich stelle fest, speziell in den letzten Jahren, dass da enormer Geist der Offenheit ist und des Zusammenlernens und Zusammenarbeitens über Unternehmensgrenzen hinweg. Und zum Beispiel, was wir ja vor 20 Jahren schon relativ erfolglos probiert haben, dass die Leute nicht immer separat in Training gehen, sondern dass sie sich untereinander Erfahrungen mitteilen und auch untereinander was beibringen, was natürlich auch sehr viel kostengünstiger ist. Und wenn die in einer ähnlichen Branche sind, hat es dann wiederum nicht nur den wechselseitigen Schulungseffekt, sondern es schafft auch eine Kultur der Zusammenarbeit, die man dann vor Ort in verschiedenen Dimensionen auch direkt als System brauchen kann.
Und also da ist eine große Bereitschaft der Märkte und wir müssen halt sehen, dass wir unsere Produkte dahin entwickeln. Da glaube ich, da haben wir im Moment das Defizit. Wir nutzen die Bereitschaft der Märkte nicht genügend.